So, Schläger wieder auffüllen. Okay, was machen wir mit Angelo? Angelo lassen wir hier mal ein Auto klauen. Dann brauchen wir uns das nicht kaufen. Und Luigi geht stattdessen hier das Haus bewachen. Und wir heuern ein paar Schläger an. Damit unsere Spezialistin hier in Sicherheit ist. Kann ja mal gucken hier. Produziert 8 Kisten Bier pro Tag. Produziert 8 Kisten Bier pro Tag. Bloß hier sind Verluste 8 pro Stunde und hier Gewinn. Also das macht das dann wohl aus. Die ist gelungen. Ja, bei Brauereien und was waren das hier? Brennereien, das ist nicht so erheblich, glaube ich, der Unterschied, aber bei den anderen illegalen Geschäften, wo du direkt Geld rauskriegst, auf jeden Fall. Ja, typisch italienisch Maria. Wir sind hier gerade ein. So, und wir haben jetzt hier das Industriegebiet übernommen. Damit haben wir schon mal eines der optionalen Ziele erreicht. Und wir schauen mal, ob wir nicht den Negri jetzt hier bekommen. Wo ist er? In Alfort. Alfort ist wo? Irgendwo hier. Okay, lassen wir erstmal. Genau. Wir schauen mal. Okay, der wird von dem blauen Gangsterboss schon bestochen. Wir können jetzt den Polizeichef nur umbringen, aber das würde uns herbe Verluste natürlich einfahren. Wir könnten hier natürlich aber auch den Bürgermeister einfach bestechen. Ne? Da steht auch, was er halt für Einfluss hat. Und wenn wir hier $500 pro Stunde an Bestechung zahlen, dann haben wir auch gleichzeitig den Polizeichef halt mit drin und müssen uns dann auch keine Sorgen mehr machen. Und ich glaube, durch den Bürgermeister hätten wir dann auch noch hier direkt den Richter mit auf unserer Seite, falls doch mal jemand eingebuchtet werden sollte. Wir fahren jetzt aber erstmal nach Hause, weil es Nacht wird. Man kann nämlich hier auch sehen, ob der da ist. Benfield ist hier. Achso, den müssen wir auch umbringen. Okay. Wie war das denn noch? Oder man könnte den, glaube ich, kidnappen. Aber wir haben keinen Kidnapper mitgenommen. Aber wir hätten hier einen Blackjack Joe. Schauen wir gleich mal, ob wir den anheuern und dann den Bürgermeister einfach mal entführen. Das machen wir einfach. Warum nicht? Müssen wir aber erstmal gucken, was wir jetzt verdienen. Wir sind immer noch im Plus. Sehr schön. So, und wir kaufen hier noch ein paar Waffen. Okay, Negri ist auf dem Weg zu Pontieras Büro. Das ist schön. Haben wir überhaupt ein Versteck? Nö. Gibt es hier ein Versteck, das wir übernehmen können? Nö. Können wir den trotzdem kidnappen? Ich denke schon. Flynn hätte ein Versteck, aber
Das nützt uns nichts, weil das können wir nicht übernehmen. Wir würden uns dann mit ihm anlegen. Und das sollten wir nicht und das dürfen wir auch nicht für die Mission. Hier haben wir aber noch ein illegales Geschäft. Das machen wir auch mal auf. Ja. Der braucht immer kurze Zeit, bis er einen Spezialisten anbietet. Oder haben wir noch einen in petto? Ja, haben wir sogar noch. So, Blackjack ist bereit. Fahren wir hier mal her. Benfield ist noch da. So kann man halt ein bisschen die Leute auch verfolgen, die so eine politischen Ämter irgendwie... Oh, was ist hier los? Ach, sag bloß. Ich habe hier Negri gerade getötet. Der ist aus dem Bordell wieder raus, wo er scheinbar war. Weil er ja gerade auf dem Weg zum Büro wieder war. Und bei unserem Glück ist er hier gerade lang spaziert. So, dass wir ihn töten konnten. Ja, richtig gut. Das freut mich ja jetzt. Eine Sorge weniger, um die wir uns kümmern müssen. So, und wir schauen schon mal, dass wir ein paar Geschäfte wieder übernehmen. Blackjack ist ein bisschen langsam unterwegs. So, wir speichern mal unter Test 2. Und schauen mal, ob der Bürgermeister noch hier ist. Ja, weil jetzt wird es langsam Nacht und der hat halt auch einen Tagesrhythmus. Der wohnt hier irgendwo in der Stadt und geht halt von dem Rathaus hier dann in sein Zuhause zurück. Und man könnte den natürlich auch verfolgen über die Karte und dann schauen, wo er wohnt. Ja, komm. Er ist noch da. Das. So, das ist schon mal schön. Eines der Bordelle haben wir schon mal. Ist man noch da? So, und dann bringen wir den einfach mal um jetzt. Ah, okay, der wurde auch geschmiert von Pontiera, deswegen ist er hier blau. Jetzt aber nicht mehr. Und jetzt dürfte auch der Polizeichef eigentlich... Ja, doch, der ist immer noch von Pontiera bestochen. Aber wir haben hier einen neuen Bürgermeister und der ist zu Hause. Und da warten wir jetzt mal... Bis zum nächsten Morgen, bis der Bürgermeister wieder zum Amt kommt. Und dann können wir den mit Sicherheit bestechen. Das müsste eigentlich möglich sein. Oder wir können uns natürlich auf die Suche machen nach dem Haus hier, aber ja, da kann man sich ja tot suchen, ne? Der La. Und schon geht's wieder los. Ja, guck mal, dass wir das Gebäude vielleicht auch schon mal säubern hier.
So, Blackjack ist auch gleich zu Hause. Okay, hier versuchen wir gleich vielleicht die aus der Gasse mal rauszulocken mit dem Auto, damit wir uns da nicht zu sehr in Gefahr bringen. Ja, ist gut. Jo, so ist das, ne? Dann probieren wir das mal. Nee, aber die werden vielleicht ein bisschen angelockt. Nee, da kommen wir nicht ran. Schade. Schade, 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 Schokolade. Aber wir können hier die beiden Geschäfte noch uns holen und dann gehen wir erstmal ins Krankenhaus, um uns hochzuheilen. Und dann werden wir das mal so versuchen. Eigentlich auch total unklug, dass ich hier mit Roberto die ganze Zeit am Start bin, weil wenn der stirbt, ist halt alles verloren. Die ganze Mission, da kann lieber ein anderer eigentlich mal sterben, aber ja. Ist halt auch sein Rachefeldzug, ne? Deswegen soll er auch die Arbeit machen. So, sehr schön. Dann können wir hier das Gebäude noch kaufen, was ja noch offen war. Mittlerweile haben wir genug. Und dafür, dass vorher gesagt wurde, dass Pontiera so aggressiv sei, haben wir aber hier gar nichts abzuwehren. Also da fand ich die vorherige Mission schon ein bisschen heftiger. Hier ist ja eher so easy going gerade. Achso, ins Krankenhaus wollten wir noch. So, da ruhen wir uns erstmal kurz aus. Ich finde das auch so schade, dass es bisher keinen dritten Teil von Gangsters gab. Also, ich weiß nicht, ob es sich nicht anständig verkauft hat damals oder es den Leuten nicht gefallen hat. Also, ich habe das Spiel geliebt. Ich kann es nur wiederholen. Also, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Aber es gab dann halt immer mal Spiele, die waren so ähnlich, wie zum Beispiel Omerta. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber es war halt bei Vibe nicht so packend irgendwie wie dieses Spiel. Ich habe es wirklich gerne gespielt damals. Wirklich gerne. Und ich habe auch bisher kein Spiel gefunden, was da halt irgendwie wieder rankam. So, wir parken hier mal. Und machen uns zu Fuß auf den Weg. Dann gucken wir mal, wer hier der Gangster ist. Hier stehen nämlich zu viele Leute. Okay, da ist der Gangster. Das habt ihr bestimmt auch schon bemerkt, wenn man halt den Gangster zuerst ausschaltet, dann wird aus allen Rohren gefeuert und die Schläger, die muss man halt immer einzeln anwählen. So, wir speichern hier sicherheitshalber. Setzen die Aggression auf hoch. Okay. Einen Schläger haben wir verloren. Das macht aber nichts. Den holen wir uns direkt wieder. Danke, dass ihr bis jetzt auf unseren Laden aufgepasst habt.
So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie unsere Finanzen aussehen. Denn wenn wir das als illegale Geschäfte hier betreiben wollen, dann müssen wir die halt auch beschützen, weil Pontiera bestimmt versucht, sich die zurückzuholen. Okay, Pontiera will uns angreifen. Ist halt nur die Frage, wo. Ich gucke jetzt erstmal nach unseren Finanzen. Okay, 1341, da haben wir auf jeden Fall genug Einkommen vorhanden, dass wir hier einmal die Läden umbauen können. Zack. Und zack. Und dann heuern wir mal einen Spezialisten an. Bei der gleichen Art von illegalem Geschäft geht halt das immer nur nach und nach. Also da wird immer nur einer vorgeschlagen in der Zeitung. Das war einer mit 4 Sternen jetzt schon, das ist ja sehr gut. Und hier haben wir einen mit 2 Sternen und jetzt wird wahrscheinlich noch einer mit 2 Sternen kommen. Ja. So. Okay. Den machen wir mal direkt weg. Da waren unsere Schläger schon parat. Die haben schon geguckt, dass sie hier den angreifen. So. Hier noch mehr Schläger verloren. Nee. Die waren gerade auf dem Weg erst zu dem Bordell.